Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Fragt lieber nicht, warum ich rot leuchte. Ich bin im Berg runtergefallen. ich esse mal was, damit das nicht die ganze Zeit so blinkt. Wir sind hier direkt am Schrein, wo eigentlich die Erinnerung sein muss. Denn, also wo eine Erinnerung sein muss. Denn, nein, nicht das Bild. Wo ist es da? Man sieht hier einen Schrein, ein paar Ruinen. Und das ist eigentlich hier. Da links. Dass ich das früher nicht gesehen habe. Da. Ich bin anscheinend voll dran vorbeigelatscht. Volle Kanone. Ich habe das jetzt übrigens anhand des Schreines und anhand der Turmposition, wo Medo drauf sitzt, festgestellt. Weil die spitze Seite dieses Turms, weil der hat ja eine so lange Absprungschanze, die guckt in die andere Richtung. Also konnte es nur hier sein. Keine Reaktion. Diese Ruinen müssen für den Helden bestimmt sein, den das Bannschwert auserwählt hat. Daran besteht kein Zweifel. Aber wie man sie aktiviert, wissen wir nicht. Was muss man tun? Wie gelangt man hinein? Habe ich dir nicht gesagt, dass du mich heute nicht zu begleiten brauchst? Was Seine Majestät befiehlt, ist mir egal. Ich sage dir jedenfalls, dass ich niemanden brauche, der mich beschützt. Geh zurück ins Schloss. Mein Vater wartet auf deinen Bericht. Oh. Jetzt lass mich endlich in Ruhe! Aber Link hat doch nur seinen Job gemacht. Naja, gut. Irgendwie mochte sie Link, aber irgendwie auch nicht, wa? Naja, okay. Haben wir. Das ist irgendwo an den Zwillingsfelsen. Ja, das hier. Das ist jetzt halt... Man sieht da links die Ranellspitze noch so ein bisschen. Ob das jetzt vor dem Schloss ist oder hinter dem Schloss ist, ist nicht ersichtlich. Tatsächlich. Aber die guckt in die andere Richtung. Da hinten die Ranellspitze guckt in die andere Richtung. Ist doch die Ranellspitze, oder? Da sind die Zwillingsfelsen. Was ist das da eigentlich? Oh, hi. Ach, da war... Ah, nee, Moment. Da ist ein Krog. Aber den kann ich nicht machen. Ich habe keine Pfeile mehr. Das ist so ein... Ich schieß euch ab, Krog, hier. Hm, als ob... Das wird jetzt markiert und dann gehe ich wieder. Weil ich habe keine Pfeile. So. Zwillingstürme. Jetzt ist halt die Frage. Marita, hier. Ich habe jetzt kein Tele hin. Hier, nehmen wir den Turm der Hügel. Das erscheint mir am nächsten dran. An den Erinnerungen. Ich will alle Erinnerungen haben, auf jeden Fall. Dann machen wir noch so Nebenquests, machen nebenbei noch ein paar Schreine. Ein bisschen Abwechslung reinbringen. Dass ich jetzt nur noch Schreine mache, will ich nicht. Vor allem muss ich die ganzen Schreine ja auch erst noch finden. Das ist so die andere Geschichte. Ich habe ja noch nicht mal alle aufgedeckt. So, das ist das Schloss.
Da hinten ist ein Schrein. Das Schloss sieht halt so anders aus als früher. Da kann man das so schwer sehen. Das Einerkanter Berg, der ist ziemlich rund. Das könnte der sein. Das würde aber heißen, dass ich noch weiter nach da muss. Und es hört auf zu regnen, das ist ziemlich geil. Das ist ziemlich geil. So. Er wollte gerade hier zum Körper ansetzen. Als ob, Link, als ob. Obosas Zorn ist aktiv, falls wir einem Wächter begegnen, weil wir sind ja relativ nah am Schloss. Hi, Foxy. Erstmal den Fuchs erschrecken. Das ist echt ein Marsch, ey. Vor allem, wenn man da noch keinen Teleportschrein hin hat. Müsste der Sensor nicht so langsam anfangen zu bimmeln? Da hinten war doch ein Schrein, den wir so gut gesehen haben. Hä? Schrein? Da hinten ist ein Stall, habe ich den... Den habe ich auch nicht. Ah, das ist der Schrein vom Stall. Ist denn der Gegner? Ach, come on. Was ist das für einer? Ein Weißer? Ich weiß, dass Weiße die krassen sind. Ich glaube, die sind krasser als die, hier, die. Die da. Weil der weiße Leune war schon nicht ohne, den ich mal gemacht habe. Ja, ja, bim, 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 bim. Nehmen wir gleich mal den Stall mit, der hier ist. Wie viele Ställe es gibt. So. Und wieder einige Schreine für eine Schreinfolge da. Moniatoma-Schrein. Aktiviert. So. Wo ist der Stall? Da. So viel Wiese, aber sind komplett falschen Bäume hier. Schade, ich dachte, es wird noch ein bisschen länger dauern, bis ich den Boden berühre. Ich möchte ihn nur schon mal hier auf der Karte eingezeichnet haben. Damit ich weiß, hier ist ein Schrein und die Pilze nehme ich auch mit. Spiel, kannst du mir sagen, dass das hier ein Stall ist? Danke. Stall von Marita. Okay. Ah, jetzt könnten wir eigentlich... Epona! Ach, guck mal! Eine friedliche Landschaft. Es ist schön, sich hin und wieder mitten in solche Ruhe den Malen hinzugeben. So sieht man sich wieder. Bist du auch auf der Reise? Ich war schon in allen Ecken von Hyrule. Ja, hier. Zeigt er mir wahrscheinlich ein Bild, wo ich schon war. Nee, genau das suchen wir. Da muss es hier nördlich des Schlosses sein. Im Süden des Schlosses soll sich Hyrule Stadt befunden haben, aber hier sehe ich gar keine Gebäude. Wahrscheinlich ist es also die Nordseite außerhalb des Burggrabens von diesem Stall. Also aus, also im Südosten. Okay. Lauf schnell weg, wenn es bremsig wird. Okay, Südosten. Also hier. Die Nordseite. Ja, hier. Okay, dann nehme ich Epona und dann geht's ab. Ich fühle mich mit Epona ein bisschen schlecht, weil es halt, pay to win ist, ne? Epona ist halt das beste Pferd, was man haben kann. Aber egal! So. Eponi. Hundi so. Südöstlich. Da müssen wir jetzt erstmal hinkommen, ne?
Hyrule Stadt haben wir ja auch noch nicht gesehen. Obwohl, das ist bestimmt, da. Du komm nur her. Lass das mal sein. So. Ach, Chubby wieder. Ja, von dir nehme ich gern die Essenz. Ja, in Akala, da bist du aber hier falsch. Da musst du noch ein bisschen weiter laufen. Mädchen. Falscher Knopf. Da musst du noch ein paar Meterchen laufen. So, wir müssen da lang. Ich könnte Epona noch eine Fit-Karotte geben. Die Musik sagt, dass hier ein Wächter ist. Leune, oh nee. Da ist ein Leune. Aber hier sind doch überall nur so Tannenwälder. Was heißt Wälder? Bäume. Die Musik. Was sagt denn das Bild? Vielleicht müssen wir direkt... dahinter sind wir aber jetzt. Ist das vielleicht hier? Wir müssen auf jeden Fall... Der Minischsee ist ja auch eine geile Anspielung, ne? Sehe ich gerade. Hier gibt es einen Croc. Ist das wieder ein... Das sind so Dinger, die check ich nicht. Die aktivieren sich nicht. Kannst du bitte mal nicht mit deinem Freund werfen? So. Das Trüffel? Ne, Schwertlinge. So, was ist hier mit denen? Weißt du? Was ist das? Was soll ich hier an dem Baum stammen? Deswegen markiere ich mir den jetzt. Und hab keine Ahnung. So was hatte ich schon mal. Da hat sich nichts getan. Ich reite gerade falsch rum. Jetzt reite ich da richtig. Hallo Schweinchen. Ja, da ist ja Lost Woods. Komm, Fledermäuse, alles kein Ding. Stopp. Jetzt habe ich natürlich das dicke Schwert ausgerüstet. Na, so nah am Schloss war ich ja noch nie, oder? Hier sind überall nur so Nadelwälder. Ich meine, die Südseite kann ja ruhig ein Stück weiter sein. Hier ist ein Apfelbaum. Die Lost Woods sieht man ja gar nicht. Man sieht den Berg. Ich muss weiter weg. Aber die Lost Woods sieht man ja gar nicht. Also da ist auf jeden Fall nichts. Hm.
Das verwirrt mich zunehmend. Das kann ja nicht so weit weg sein. Steht der Leune da oben? Bitte nicht. Okay. So. Hier sind überall die falschen Bäume. Südöstlich von dem Stall, hat er gesagt. Das ist ja hier. Aber er will ja... Das ist Hagustadt. Er hat gesagt, man sieht Hagustadt nicht. Achso, muss das Bild dann von hier gemacht worden sein? Farmruine, da ist übrigens die London Farmruine. Minischsee. Manöverplatz. Also reite ich jetzt einfach zu Fuß weiter. Einfach damit wir Epona einfach mal auch mal ein bisschen Ausritt gewähren hier. Ein bisschen was zu essen reinschnabulieren. Einfach Chilis essen. Und nicht vom Pferd abspringen. So. Natürlich top Wetter gerade. Könnte ich ja jetzt zum Schloss, ne? Die Ebene hier wäre perfekt, wenn die Bäume nicht so falsch wären. Ich glaube... Alter. Lass mich in Ruhe, ihr Fleder... Epona, du hast jetzt keine Zeit. Nein, du hast keine Zeit zum. Du hast keine Zeit zum Stur sein. Ein ganz schlechter Moment gerade. So. Oh nö. Wo ist der Stall? Da rate ich da gerade drauf zu. Nee, muss da lang. Ist klar. Bitte trefft mich nicht. Hier ist auch ein Krog. Habe ich den schon markiert? Nee. So, markiert. Ich rede nochmal mit ihm. Reite aber immer die Gegner hier. Und ich übernachte da vielleicht mal. Oder ich übernachte nicht, ich chill da mal, damit der Regen aufhört. Ich finde es krass, dass die Musik hier so schön ist. Außer dieses... Hier sind halt durchweg die falschen Bäume am Start. Vermute ich doch, dass ich irgendwie auf der Fall... Er hat doch gesagt... Ach, werden wir uns gleich nochmal anhören. Jetzt ist er natürlich nicht da. So, haben wir ein Feuerchen an? Nee, haben wir nicht, ne? Weil es regnet. Ah, ja, hier ist er. Ja. Ich bin nass.
Dann muss das hier nördlich des Schlosses sein. Im Süden des Schlosses soll sich Halbustadt befunden haben, aber hier sehe ich gar keine Gebäude. Wahrscheinlich ist dies also die Nordseite, außerhalb des Burggrabens von diesem Stall. Außer also im Südosten. Aber denk dran, aber außerhalb des Burggrabens. Ja, das hier ist der Burggraben. Aber da waren nur die falschen Bäume. Oder hier. Südöstlich von diesem Stall kann halt hier auch hier sein, ne? Muss ja nicht immer straight südöstlich sein. Er sagt ja nur südöstlich und nicht so straight in die Richtung. Regnet zwar noch, aber egal. Pona kann das. Sorry. Boah, könnt ihr nicht weggehen? Weißt du was? Ah, nee, ich will Epona nicht wehtun. Ich wollte gerade Urbosas Zorn rausballern, aber... Hä, nee, wo muss ich hin? Ich muss in die Richtung. In die Richtung, genau. Auf einmal sieht die Ebene auch viel vielversprechender aus. Das da könnte ein Baum sein, der wichtig ist. Geh runter, Epona. Du hast es doch fast geschafft jetzt schon. Habe ich dich jetzt verbuggt? Nein, okay. Der Baum da sieht vielversprechend aus. Aber hier war ich doch schon. Oder? Einmal aufs Bild gucken. Dann nehme ich noch so ein Bäumchen. Eat this! Oh, verdammt. So. Da war's doch. War ich hier nicht schon? Egal. Wir haben es gefunden. Hier. Und hier, noch eine. Die Blumen von Hyrule sind nicht nur schön anzusehen. Sie werden auch als Farbstoffe oder Heilmittel verwendet. Oh. Das hier ist ein Prinzessinnen-Enzian. Die sind vom Aussterben bedroht. Man wollte sie retten und hat versucht, sie in Gewächshäusern zu züchten. Aber sie gedeihen nur in der Natur. Diese Blume hier, vielleicht ist sie sogar die letzte ihrer Art. Vielleicht. Oh, hey, guck mal hier! Die sind schon lange als Delikatesse begehrt. Jetzt hat sich herausgestellt, dass sie Wirkstoffe enthalten, die die Leistungsfähigkeit erhöhen.
Ich erforsche gerade ihre Wirkung und ein paar Freiwillige im Schloss helfen mir dabei. Aber jemand mit deinen außerordentlichen Fähigkeiten fehlt mir noch. So jemanden brauche ich noch als Versuchskaninchen. Na los! Iss schon! Bisschen durchgedreht, wa? Aber durchaus sympathischer, als wenn sie uns wegschickt. Okay. Puh. Cutscene Heaven hier heute. Ich glaube, das... Das ist auch... ja. Wo soll das sein? Da ist ein Apfelbaum. Mehr kann ich da nicht erkennen. Das ist bei den Zwillingsbergen. Da können wir hin. Aber ich glaube, die Zwillingsberge sind gerade Kilometer weit weg. Ipona, kann ich dich irgendwie wegschicken? Zu einem bestimmten Stall? Weil ich würde jetzt gerne... Die Zwillingsberge sind hier unten. Das sind die Zwillingsberge. So, warte mal. Und wir sehen die von der Brücke. Wir sehen da eine Brücke und einen Teich. So, warte mal. Das heißt, wir sehen hier. Ist das die Prologia-Brücke, die wir sehen? Und das könnte der Teich sein. Hätte, hätte. Könnte, könnte. Ich versuch's mal. Das ist beim Turm des Plateaus. Das wäre das Anfangsgebiet. Ist dann halt auch doof, dass wir das dann verpasst haben, ne? Bisher. Aber sobald man das Parasegel hat, bewegt man sich halt kaum noch zu Fuß. Man teleportiert sich eigentlich nur noch von Schrein, zu Turm und... Man versucht nur doch so schnell wie möglich von Punkt A zu Punkt B zu kommen. Man nimmt gar nicht mehr die Fußwege. Sodass sowas gar nicht mehr auffallen würde. Und für die Erinnerung muss man ja relativ nah dran sein, tatsächlich, bis sie auftauchen. Dann müssen wir noch zum Ranell-Tor. Das können wir von Kakariko aus erreichen. Da frage ich ihn dann Kakariko aber nochmal. Wo sind die Zwillingstürme? Da ist die Zitadelle der Zeit. Da sind die Zwillingsberge. Müssen wir noch weiter weg? Oh, wir müssen noch weiter weg. Ha. Huh. Wobei der Teich das sein könnte, ist ja nur diese Brücke nicht, die man von da sehen sollte. Die kämpfen da gerade. Kann natürlich sein, dass wir das Gebäude da, ne, was wir jetzt hier am Wasser haben. Ja, es ist das. Das da. Okay. Das täuscht nur und sieht aus wie eine Brücke. Das ist gar nicht die Brücke. Aber es ist am Wasser, ne? Ja. Die Bäume sind auch korrekt. Da. Thank you.
Als nächstes gehen wir nach Goronia. Es gibt viel zu tun. Ich muss an dem Titanen dort arbeiten, damit Daruk ihn besser steuern kann. Auch wenn wir zahlreiche Tests durchgeführt haben, ist es trotzdem eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Aber fest steht, diese Relikte wurden von unseren Vorfahren erschaffen. Das heißt, wir können sie verstehen und herausfinden, wie sie funktionieren. Du wirst schon sehen. Wir werden die Verheerung, wir werden Ganon damit besiegen. Dafür sorge ich. Sag mir, hat das heilige Bannschwert seine Geheimnisse mit dir geteilt? Die Stimme, die seinem Stahl innewohnt. Kannst du sie wirklich hören? Was ich mich frage, ist, warum Link immer so kalt zu der Prinzessin ist. Also er hat ja null Reaktion, wenn sie mit ihm redet. Ist halt echt irgendwie... Weiß nicht, ob das so gewollt ist. Okay. Haben wir auch. Das ist direkt am Schloss. Das ist keine Ahnung wo. Das ist das Ranell-Tor. Das ist irgendein Wald. In random Wald. Okay, Ranell. Sumpf von Ranell. Kakariko. Ranell-Spitze. So, warte mal. Hier ist doch irgendwo ein Tor. Da wird es irgendwo einen Weg geben? Oder nicht? Wir gehen nach Kakariko und reden mal mit dem. Ich muss auch mal wieder meine Rüstung verbessern. Ich habe schon wieder so viele neue Kleidungsstücke, die wir verbessern könnten. Aber das mache ich offscreen. Das ist echt nur arge Klicke und arge Spamme. Deswegen, ja. Halten wir uns damit gar nicht auf im LP. Sammeln jetzt erstmal die Erinnerungen. Das ist ein guter Trip eigentlich. Ich kann überall hin, ich habe überall so groben Teleporter. So dass wir schnell irgendwo hinkommen. Und nicht die halbe Welt bereisen müssen. So, wo war der denn? Der war doch hier. Ah, ne, da unten war der. Wie schnell der auch immer da ist, ne? Und wenn wir schon hier sind, können wir auch ein paar Ausdauerdinger holen. Aber, so. Genau der. Der meinte das andere Bild. Östlich des Dorfes gab es so einen schneebedeckten Berg, die Ranell-Spitze. Und am Fuß des Berges westlich des Neidra-Schneefeld. Okay. Westlich Neidra-Schneefeld. Okay. Einmal hier Ausdauer holen. Ach, hab ich schon. Ach so. Alles gut. Westlich Neidra-Schneefeld. Platz der Ranell-Straße. Ah, ist das hier? Das hier ist es. Wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Ich glaube, wenn ich mich dahin teleportiere. Das ist unten in den Ranell-Ruinen. Aber ich glaube, das ist das Beste, wenn ich mich dahin teleportiere und hochkletter. Das ist ja voll die Kackstelle. Also von der Map her sah das genauso richtig aus eigentlich. Da war ein Tor. Und das wird eine Erinnerung sein, wo Zelda dann auf dem Weg zu Nairus Quelle ist. Da müssen wir vielleicht auch mal hin, ne? Wenn es so krasse Quellen gibt. So, jetzt sind wir hier unten am Arsch. Ah nee, das ist der im Wasserfall. Okay. Noch schlimmer.
noch schlimmer. So, wir müssen tatsächlich nach da. Nee, da. Ja, da müssen wir hin. Ich bin ein Held. Ich bin der Held vom Erdbeerfeld. So. So, jeden Meter ausnutzen. So, jetzt gehen wir darüber. Exalfos Schild, okay. Kein Problem. So, da können wir hochklettern. Da ist Exalfos wieder wach. So. Quark gemacht. So. Ist das richtig? Ist das korrekt? Das sieht zumindest gut aus. Da ist die Straße. Oh fuck. Das war ein Fehler. Wow. Ich bin gestorben. Ja gut. Wieso laufen jetzt hier überall so Weiße rum? Passt mir leider gar nicht. Geht mal weg. Hier gibt es bestimmt auch noch zig versteckte Sachen. Das ist das Tor. Da ist das Tor. Ja, das kannst du jetzt wegwerfen. Tut mir leid. Ich hoffe, das war nicht dein Lieblingsschild. So, die Erinnerung müsste hier auf der Brücke liegen. Das sieht nämlich ziemlich gut aus. Ah. Mit den Vögeln. Hat's geklappt, Prinzessin? Mit dem Training am Berg der Göttin? Sie hat sich nicht gezeigt, oder? Die Siegelkraft. Es tut mir leid. Ach, Zelda. Du hast dein Bestes gegeben. Das muss reichen, oder etwa nicht? Und was bedeutet denn schon dieser Berg? Vielleicht erweckt am Ende etwas völlig anderes die Kraft des Siegels. Ich danke dir, Urbosa. Prinzessin. Also, ich kann das leider nicht gut in Worte fassen. Aber wenn ich meine Heilkraft einsetze, dann habe ich immer ein ganz klares Bild im Kopf. Das ist nur so ein Gedanke, aber vielleicht könntet ihr... Hey.
Zweifel. Es ist soweit. Er ist es. Er ist erwacht. Keine Sorge, Prinzessin. Wir finden auch so einen Weg, ihn aufzuhalten. Los, Leute! Alle zu ihren Titanen! Macht euch zum Angriff bereit! Sobald Link sich im Kampf mit Ganon befindet, feuern wir alle im gleichen Moment! Bruder, ab mit dir nach Schloss Hyrule. Du kannst dich auf uns verlassen. Jetzt geh und verpass Ganon eine Abreibung! Komm, Zelda. Du musst dich in Sicherheit bringen. Nein! Ich werde auch mit euch gehen. Vielleicht bin ich keine große Hilfe, aber bitte, bitte lasst mich mit euch kommen. Und so haben wir den Beginn der Verheerung gesehen. Wahrscheinlich so mit die geilste Erinnerung, wa? Okay. Schloss Hyrule. Wo ist das? Es sieht aus wie ein Berg, wo in der Mitte. Ah, wo könnte das sein? Das sieht halt aus, als ob das sowas ist hier so. Und dann in der Mitte. Das ist wirklich unten irgendwo, ne? Der Eichsee. Aber warum sollte am Eichsee so eine Statue sein? Das muss ja ein wichtiger Ort sein. Da ist so eine Statue. Und der Wald. Ich kann halt echt nicht helfen gerade. Wir haben nur noch drei Erinnerungen. Eine ist bei Schloss Hyrule. Vielleicht sollte ich da mal hingehen. Das ist direkt am Schloss, hat er gesagt. Sollen wir es mal riskieren? Ich hoffe, ich trigger damit nicht die Endkampfszene. Ich muss ja ins Schloss, also. Wäre schon mies, wenn ich damit jetzt direkt den Endkampf trigger. Nur weil ich mir die Erinnerung holen will. Ich speichere vorher auf jeden Fall. Ladezeiten überbrücken ist toll. So, oh. Ach ja, hier ist ja alles voller Wächter. Ja. Scheiße. So, wir haben dieses Bild. Auf diesem Bild sehen wir. So einen kleinen Pavillon. Hi. Hier ist echt alles voll. Das ist der Haupteingang. Ich hoffe, der ist nicht erschreckt mich halt noch besser. Ich hoffe, der ist nicht aktiv. Nein, okay. Das da hinten sieht so aus, als ob es richtig wäre. Da kann man rein. Da ist die Kiste. Bombenpfeile. Oh, nice. Damit kann ich die anschießen. Wird die nicht umbringen, aber... schon ziemlich nice. Ich gehe jetzt erstmal hier die Außenwände lang. Da wird ein Krog drunter sein. In der Nähe? Und wie viele Wächter sind dazwischen?
Das ist die nächste Frage. Okay. Einmal kurz einen Abstecher zum Schrein. Schon wieder so ein Kreis? Der ist da hinten irgendwo. Da. Ich setze mal hier einen Marker hin. Für Schreien, damit ich weiß, da war ein Schrein, weil da gehe ich jetzt nicht hin. Durch dieses rote Geschwurbel weiß ich auch gar nicht, ob ich da überhaupt hinkomme. Hier ist ein Stein. Für da hinten. Obwohl, nee, auf der Brücke lag hier irgendwas, ne? Egal, ich gehe jetzt erstmal so dahin. Nice. So, vielleicht kann ich es hinwerfen, dann muss ich nicht runter. Weder ist da noch ein Krog drunter oder der Stein, der eigentlich dahin gehört, aber ich habe jetzt den genommen. Verdammt. Mein Gott, Krog, dass man dir alles recht machen muss. Ey, was soll das denn? So. Ja, haha, hab dich entdeckt. So, jetzt klettern wir wieder hoch. Welch Freude. Stasis anmachen. Das wäre so ein nicer Shot, wenn wir den treffen würden, da oben den Wächter. Oh, eine Kiste drunter. Lol. Elektropfeile, okay. Da ist so eine Schiene, so eine Bahnschiene. Da ist eine Kiste. Jetzt geht's aber ab hier. Au. Hey, noch ein Ritterschild. Nice, okay. Unser Schild müssen wir ja auch noch finden, ne? Oh, die Musik hier wird anders. Oh. Rostige Sachen. Dein Ernst? Gib mal das Geld zu. Was ist denn, wenn wir hier reingehen? Nix. Wächter sind hier überall. Muss mal kurz speichern. Einfach nur, falls ich jetzt irgendwas trigger, wenn ich in dieses rote Geschwurbel reinfliege. Au, direkt eine Schlosskarte hier am Start. Ah, ich habe was getriggert. Aber was ist jetzt die Frage? Okay, damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Dass ich diese Mini-Cutscene getriggert habe. Ich will ja auch jetzt gar nicht großartig rein. Ich will eigentlich nur den Ort finden, wo diese Erinnerung ist. Auch wenn die Musik ziemlich episch wird.
Krass, Fledermaus-Action hier am Start. Und schon bin ich drin. Ich will hier nicht rein. Die Musik ist so episch. Ich will hier aber nicht rein. Selbst hier sind die Crocs drinne. Seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen? Ich habe keinen Apfel. Kann ich dir irgendwas anderes da reinlegen? Sind das überhaupt Äpfel? Gekochte Eier? Hab ich nicht. Aber okay. Komme ich hier irgendwie wieder raus? Ich will nicht. Geht das überhaupt? Ich will raus. Das ist scheiße. Gott, ist die Musik creepy. Ich hab doch die Zora-Rüstung an, oder? Nee, hab ich nicht. Was wollt ihr hier drin eigentlich? Geh mal weg. Gardehellebarde. Starke Waffe. Zählt das, dass Wasserfall aufschwimmt? Wahrscheinlich nicht, ne? Wenn ich mich jetzt umziehe. Ich muss hier wieder raus teleportieren. Das macht keinen Sinn, hier drin rumzulaufen. Ich bin nämlich jetzt schon voll drin. Das wollte ich gar nicht. Nee. Ich will hier gar nicht sein. Ich nehme jetzt die Gardehellebarde mit. Und geh. Kann ich irgendwie die Map wieder ändern, Ort verlassen? Und schon war ich drin im Schloss, aber wollte ich noch gar nicht. Da kümmern wir uns schön später drum. Habe ich doch jetzt auch gar keine Folgenzeit mehr für über. Mal eben das Schloss noch zu waschen. Nicht waschen, rushen. Ich habe gerade selbst gemerkt, dass das ziemlich undeutlich gesprochen war. Wo lande ich, wenn ich mich rausziehe? Genau vor der Tür. Okay. Das da oben sieht aber aus wie das... Oh, shit. Kann man durch die Haupttür einfach reingehen? Ich bin ja eh voll dumm reingegangen. So geht's, lol. Aber natürlich sind hier aktive... okay. Das wird so nix. Ich muss hier weg. Sia! Ach, da kann man auch rein. Gut zu wissen. Gibt also zig Wege rein. Haupteingang ist ein Weg. Oh nein, ich werde so sterben. Ich wollte nur schnell weg. Ich habe nicht auf meine Ausdauer geachtet. Okay, cool. Ich gehe hier weg. Ich wundere, dass das da kein Ort für eine Erinnerung ist. Ruin von Hyrule-Stadt. Ach, hier ist Hyrule-Stadt. Okay. Der ist aber noch ziemlich aktiv da, ne?
Möchte ich mal anmerken, der ist ziemlich sauber noch, der Titan, Wächter. Zentralplatz. Natürlich. Oh, der hat aber einen Arm weniger. Oh, nochmal. Boom. So. Ja gut, ich würde dann sagen, ich beende mal den Part hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Nicht auf dem Weg Richtung Schloss Hyrule. So viel steht fest. Was liegt hier noch? Sehr viele Spuren alter Kämpfe. Ja. Sieht ganz schön böse aus, aber da gehen wir noch nicht rein. Wir machen erstmal die ganzen Nebenquests und ich versuche, die Erinnerungen zu finden. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.